Das Kurhotel Best Western Plus an der Obermain-Therme ist um eine Attraktion reicher. Rund um das 4-Sterne-Wellness-Hotel stehen nun die Großskulpturen von Guido Häfner. Ich habe die Familie Häfner kennengelernt in einer anderen Kunstausstellung. Und ich fand erstmal die Kunst spannend und habe so ein bisschen vom Hotel erzählt und von unseren Gästen. Und so kamen so diese ersten Gespräche, habe sie eingeladen, sich das mal anzuschauen. Und das war dann so dieser erste Startschuss. Zur feierlichen Eröffnung treffen zahlreiche Gäste im Kurhotel ein. Sie alle sind eingeladen, die Schönheit und Harmonie in den kleinen Details der Werke zu entdecken. Guido Häfner gibt Einblicke in seine Arbeit und beantwortet Fragen. Viele Skulpturen des international anerkannten Künstlers zeigen archetypische Köpfe. Urformen interessieren ihn. Die Urformen sind eben runter reduziert auf das Wesentliche. Wie bei der ganzen Kunst, es geht eigentlich ums Weglassen. Das ist immer bei einer Skulptur, man will hinarbeiten und möchte das Wesentliche rausarbeiten, in meinem Fall weglassen. Die Skulpturen sind aus einem besonderen Material. Der Cortenstahl verändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Das Material zeichnet sich auch durch die hohe Witterungsbeständigkeit aus. Das Besondere ist, der hat eine Weichheit. Wenn man drüber langt, darum soll man ruhig Cortenstahl anlangen. Der hat was Haptisches, der hat was Samtiges. Gegenüber einem herkömmlichen Stahl, der herkömmliche, der bröselt. Und beim Cortenstahl, der hat so eine ganz leichte, samtige Oberfläche. In Gesellschaft von Kloster Banz stehen die Skulpturen nun auf dem Außengelände des Kurhotels und laden zum Entdecken ein. Wir haben jetzt ja die Skulpturen seit einer Woche stehen mit dem Aufbau. Und das Spannende ist, es wird einfach fleißig philosophiert und diskutiert. Und da merkt man natürlich jetzt schon ganz klar, dass die Gäste entweder aus dem Fenster gucken oder in der Halle sich darüber unterhalten. Bis Ostern 2025 können die Werke vertreten durch die Galerie Premium Modern Art in Heilbronn kostenfrei besichtigt und bestaunt werden.